Servus, guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer hier vorne bei mir, einmal unseren Gästetrainer Daniel Mayer und unseren Cheftrainer Robert Klaus, und würde den Daniel Mayer gleich einmal um seine Analyse zum heutigen Spiel bitten. Ja, hallo in die Runde. Ich denke, wir haben ein sehr umkämpftes Spiel gesehen, wo wir früher hätten in Führung gehen können durch G, mit einer Kopfballsituation relativ früh im Spiel. Danach viele Zweikämpfe, viele Situationen auf beiden Seiten. Man hat immer die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass so der erste Fehler vielleicht spielentscheidend sein könnte. Umso geradliniger wurde es dann im Laufe der Spielzeit, weil eben keiner diesen einen Fehler anbieten wollte. Am Ende, denke ich, ist der Punkt okay. Wir sind insofern zufrieden. Wir haben eben vorne unsere wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, nicht zum Torerfolg nutzen können. Und dann ist es eben für uns wichtig und auch eine wichtige Qualität, die wir mittlerweile haben, dass wir uns hinten keinen einfangen. Ist jetzt in 2021 das fünfte Spiel zu null. Und klar hätten wir gerne gewonnen. Aber ich denke, unterm Strich geht der Punkt in Ordnung. Daniel, vielen Dank. Dann Robert, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, kann die Einschätzung genauso teilen. Ein Spiel mit wenig Torchancen, was dann folgerichtig 0-0 endet. Zweite Liga ist sehr eng, sehr umkämpft. Ganz viele Spiele sind auf Augenhöhe, werden durch Standards in eine Richtung entschieden oder durch einen Fehler. Beides war heute nicht der Fall und dementsprechend geht es 0-0 aus. Wir hatten eine gute Phase vor der Halbzeit, wo wir am Drücker waren, wo wir Situationen hatten, aber auch nicht so richtig klar zum Abschluss gekommen sind. Wir hatten dann eine Phase Mitte, zweite Halbzeit, wo wir mal eine Drangphase von Braunschweig überstehen mussten mit ein paar Eckbällen, ein paar Einwürfen in die Box rein. Das haben wir ganz ordentlich verteidigt. Wir haben stabil gespielt, wir waren aktiv gegen den Ball, haben zweiten Bälle gut verteidigt, auch fleißig verteidigt, die Boxverteidigung gut gemacht, es hat alles gepasst. Nach vorne hin hat uns die Genauigkeit gefehlt, auch mal die richtige Entscheidung zu treffen, wann schieße ich, wann spiele ich nochmal quer, wann gehe ich mal in die Box rein, wann flanke ich, wann lege ich zurück. Also diese ganzen Entscheidungen, wo man dann auch Selbstvertrauen, Mut braucht, Überzeugung braucht, die haben uns halt nicht ganz so gepasst. Das müssen wir uns auch wieder erarbeiten. Wir dürfen nicht vergessen, aus welcher Phase wir kommen. Ja, das ist auch klar, dass wir aus einer sehr schwierigen Phase kommen und da gerade dabei sind, rauszuarbeiten. Und das geht halt nur über einfache Sachen zunächst und die anderen Sachen folgen dann. Aber wir dürfen diesen Weg nicht verlassen und diese klaren Basics auf den Platz bringen. Wir haben zu null gespielt, das ist okay. Trotzdem hätten wir uns natürlich einen Heimsieg gewünscht. Das haben wir nicht geschafft. Aber nehmen den Punkt so, wie er ist, und gucken, dass wir jetzt die nächste Aufgabe wieder voller Tatendrang und gut vorbereiten. Herr Robert, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten, die Sie in die Chatfunktion oder mir aufs Handy geschrieben haben. Wir fangen mal an mit Nico Gelev von der Bild. An dich, Robert, 0-0. Warum hat sich Ihre Mannschaft vor allem offensiv so schwer getan? Ja, habe ich ja schon, glaube ich, beantwortet. Also da geht es dann um Genauigkeit, um Timing, richtige Entscheidungen zu treffen. Uns fehlt auch im Moment so ein bisschen das Zutrauen, flach zu spielen, weil wir natürlich auch nicht das allergrößte Selbstvertrauen haben. Das ist, glaube ich, normal, habe ich schon gesagt, nach der Phase, wo wir waren, wo wir uns rausgearbeitet haben oder gerade dabei sind, uns rauszuarbeiten. Da brauchen wir müssen mehr noch unsere Spieler in Ballbesitz bekommen, die dann den Unterschied ausmachen können im letzten Drittel. Das haben wir heute zu selten geschafft. Immer dann, wenn wir es geschafft haben, wurde es auch gefährlich. Da arbeiten wir dran und hoffen, dass wir das auch wieder besser hinbekommen. Wir machen weiter mit Nico Gelev. Es wurde die Chance verpasst, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Wie sehr ärgert Sie das? Ich habe es vor dem Spiel ja schon gesagt, wurde auch mehrfach ja gefragt oder darauf hingewiesen, dass dieses Spiel vorentscheidenden Charakter hat. Habe das ja auch immer gesagt, dass es nicht für mich so der Fall ist, weil hinterher sind immer noch 11 Spiele zu spielen. Und genauso ist es jetzt auch gekommen. Nicht, dass ich jetzt 0-0 vorher erwartet oder getippt hätte oder gewünscht hätte, aber es hat sich wenig geändert an der Situation. Wir hätten uns etwas mehr absetzen können und genauso gut hätten wir weiter reinrutschen können. Jetzt ist alles dabei geblieben. Wir müssen gucken, dass wir stabil weiter punkten, dann werden wir uns weiter absetzen. Wir sind mittendrin da gerade. Jedes Spiel ist eng, jedes Spiel ist auf Augenhöhe. Es entscheiden Details und Kleinigkeiten. Und deshalb ärgern wir uns, dass wir nicht gewonnen haben. Können es aber auch ganz gut einordnen, woran es gelegen hat. Die dritte Frage, ich glaube, die hast du aber auch schon beantwortet. Hätte es vielleicht im letzten Angriffsdrittel mehr Mut gebraucht?
hast du in deinem Eingangsstatement schon gemacht. Und warum läuft es gerade auch zu Hause nicht so richtig für Ihr Team? Ich glaube, ich hat wenig mit zu Hause und mit auswärts zu tun. Wir haben uns jetzt in Karlsruhe ja auch nicht unbedingt mehr Torchancen erspielt. Nur wir hatten halt diesen einen Moment am Ende, wo wir das Tor gemacht haben. Wir haben uns auch in Darmstadt jetzt nicht mehr Torchancen als heute erspielt, sondern es ist einfach grundsätzlich, dass wir sehr stabil verteidigen, dass wir aktiv sind, aggressiv gegen den Ball sind. Aber natürlich geht das auch manchmal zulasten des eigenen Offensivspiels. Zu Hause und auswärts gibt es kaum Unterschied. Aktuell noch in der Liga durch den Wegfall der Zuschauer gibt es diesen Heimvorteil nicht mehr. Das haben wir jetzt, glaube ich, in der Liga auch schon gesehen. Deswegen unterteilen wir nicht in Heimspiel und Auswärtsspiel, sondern einfach nur, was kann der Gegner, was bringt der Gegner mit, was stellt er uns vor welche Herausforderungen stellt er uns und wie können wir dagegen agieren und welche Stärken können wir aufs Feld bringen. Und die letzte Frage von Nico Gehlef: Wie bewerten Sie heute Nikolai Dovedan? Er war sehr giftig und agil. Giftig und agil war er, war gut auf die zweiten Bälle, hatte sich auch gut reingehauen, hatte Freistöße rausgehauen. Im letzten Drittel hat er ein paar technische Fehler drin gehabt, wo dann der Ball versprungen ist oder Abspielfehler waren, wo wir noch mehr Kapital hätten draus schlagen können, so wie viele andere auch von den Spielern her. Deswegen mit der Einstellung, wie er das Spiel bestritten hat, bin ich zufrieden. Und im letzten Drittel mit noch Potenzial nach oben. Kommen wir zu Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. An dich, Robert. Welchen Anteil hat Georg Markreiter daran, dass nun zweimal hintereinander zumindest die Null stand? Ja, Georg hat gut gespielt, hatte viele Kopfballduelle, viele Zweikämpfe, hat die auch gut bestritten, hat in der Box auch gut verteidigt. Ich habe schon mal gesagt, oder sagt es relativ häufig, jeder Spieler in der Kette und auch Chris als Torhüter ist immer nur dann so gut, wie wir davor arbeiten und welche Situation wir verteidigen müssen. Sind wir eng, sind wir kompakt, lassen wir wenig zu zwischen die Linien, dann sehen wir auch mit der Kette gut aus, weil dann haben wir gute Abläufe, die passen dann auch und kommen dann gut ins Verteidigen. Davon profitiert auch Georg und genauso profitieren wir auch oder haben wir in den letzten beiden Spielen von seiner körperlichen Robustheit und Kopfballstärke profitiert und deswegen hat er sich gut eingefügt in die Mannschaft in den letzten beiden Spielen. Dann schwenken wir nochmal rüber, Daniel, zu dir von deinem Namensvetter Daniel Mau. Ich glaube, von der Braunschweiger Zeitung. Ein Punkt in Nürnberg okay oder aufgrund des Sieges von Sankthausen zu wenig? Ja, es war nicht der 34. Spieltag. Ich glaube, dass es auch nicht so viel Sinn macht, dann irgendwie Abhängigkeiten zu schaffen, wie es in den Parallelspielen läuft. Wir hätten hier gerne gewonnen, das haben wir auch vorher gesagt und trotzdem muss man dann einfach auch sehen, wie so ein Spielverlauf ist und es gab übers Spiel hinweg die ein oder andere Gelegenheit, das Spiel in unsere Richtung kippen zu lassen und wenn dir dann eben das nicht gelingt, musst du den Punkt mitnehmen, das habe ich vorhin schon gesagt und dementsprechend war es jetzt für uns einfach so, nachdem wir gegen Regensburg im Heimspiel den Bock umgestoßen haben, dass wir eben heute kein Negativerlebnis haben. Ich denke, wir haben es vernünftig verteidigt. Nochmal, es war ein hochintensives Spiel und wir nehmen den Punkt gerne mit, haben nächste Woche das direkte Duell und das wird dann sicherlich auch eine Bedeutung haben. Und die zweite Frage, zum ersten Mal in dieser Saison zweimal in Folge dieselbe Startelf, ein Zeichen der Stabilität und angeschoben, wie ärgerlich sah die fünfte gelbe Karte für Dominik Vitra? Ja, also ich habe ja letzte Woche vom Regensburg-Spiel gesagt, dass wir das erste Mal jetzt in der Situation waren, dass wir personell aus dem Vollen schöpfen können und dann eben auch die Konstellation gefunden haben, die wir vielleicht ein Stück weit auch im Kopf hatten. Die Jungs haben das letzte Woche sehr gut gemacht und es gab keinen Grund, irgendwelche Veränderungen oder die Mannschaft in irgendeiner Art und Weise umzubauen. Die fünfte Gelbe, klar ist das jetzt ärgerlich, aber wir haben noch ein, zwei Jungs mit dazwischen. Ich bin erstmal froh, dass es nur einen erwischt hat. Und dann haben wir auf der Sechs ja durchaus noch die eine oder andere Option, das dann auch zu ersetzen. Irgendwann ist es halt immer so weit. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es nur einen Spieler erwischt hat. Und deswegen, ja, es ist, wie es ist. Ich hätte natürlich gerne mit Vydra gespielt, aber jetzt ist er halt eine Woche gesperrt. Sehr schön, dann war es das mit den Fragen. Dann sage ich vielen Dank an beide Trainer für die Antworten und euch allen noch einen schönen Restnachmittag. Macht's gut, kommt gut nach Hause. Tschüss. Danke, ciao. Ciao.